Also, vielen Dank für die Vorstellung, Irmgard. Und es freut mich sehr, dass ich heute da sein kann und diese zwei Themen vorstellen kann. Wie die Irmgard ja schon gesagt hat, ich komme vom Botanikinstitut, bin eigentlich Botaniker, der aber recht schnell dann verstanden hat, dass wenig Botanik existiert ohne Pilze, ohne dass Pilze irgendwo die Finger mit drin haben. Und deswegen habe ich mir recht schnell an dieser Faszination ergeben und habe mich immer weiter in das Reich der Pilze begeben. Und jetzt habe ich eben vor 2 Jahren zusammen mit einem guten Freund die Firma Maipilz gegründet. Und was uns wichtig ist, in dieser Firma ist auch unsere Vision dahinter. Und die mag ich schon kurz vorstellen. Und das ist das Bewusstsein zu schaffen für die Rolle der Pilze im Ökosystem und auch das Ökosystem zu erhalten, dass auch zukünftige Generationen noch die Chance haben, so wie ich, diese Diversität, die wir da draußen haben, zu erforschen. Und heute soll es ja um zwei Themen gehen, eben das DNA-Barcoding. Aber jetzt will ich erst einmal dieses Gorilla-Mushrooming vorstellen. Und das ist ein recht neuer Begriff. Deswegen will ich jetzt mal anfangen, woher kommt der eigentlich? Und alle von euch kennen ja dieses Gorilla-Gardening. Das heißt, viele von euch wohnen in der Stadt. Wir haben da draußen ganz viel Betonwüste und viele Leute haben sich gedacht, okay, ich habe keinen eigenen Garten, aber ich kann doch die wenigen Grünflächen oder die wenigen Erdflächen, die es da draußen gibt, begrünen und mir einen Teil Grün zurück in die Stadt holen. Das Ganze hat eigentlich als Protestbewegung angefangen, deswegen eben auch dieser Guerilla, das Wording, das eben als kleiner Krieg, also als Protestbewegung. Das geht dann eben so weit, dass manche Leute alte Autos auf Parkplätze hingestellt haben, um einfach auf dieses Parkplatzprobleme in der Stadt hinzuweisen, dass wir eigentlich so als Personen viel zu wenig Raum haben im Vergleich zu den Autos, die überall rumstehen. Und dann ist es natürlich so, dass dieses Guerilla Gardening immer moderner geworden ist und deswegen gibt es auch diese mit martialischem Wording wieder Seed Bombs oder mittlerweile findet man auch einige, die Seed Balls heißen. Das heißt, verschiedenste Pflanzen in einer mit Erde vermischt und die kann man dann einfach in der Stadt rumwerfen, damit da mehr Grün wächst. Aber hier, wie man schon auf dem Foto sieht, muss man da immer schauen, dass man halt auch Pflanzen aus der Region ausbringt, was bei dem Guerilla Gardening oft ein bisschen schief gegangen ist. Aber das Thema invasive Pflanzen oder sonstiges, das ist für einen anderen Vortrag. Das heißt, früher war es eine Protestbewegung, mittlerweile nennen wir das Ganze Urban Gardening und es gibt in Wien keinen Bezirksvorsteher, der nicht mehr stolz darauf ist, dass nicht in seinem Bezirk oder im Grätzl irgendwo Hochbeete stehen, wo die Einwohner und Einwohnerinnen da ihre Gemüse und ihre Kräuter anbauen können. Und genau auf dem Prinzip ist eben auch diese Pilzzucht, die jetzt immer mehr kommt und die Auseinandersetzung mit Pilzen, die gibt es in der breiten Masse noch nicht so lange, aber es gibt einige tolle Firmen, vor allem in Österreich, die das zugänglich gemacht haben. Ihr alle kennt es wahrscheinlich eben Gut und Stiel oder den Waldviertler Pilzgarten. So kann man zumindest zu Hause schon mal Pilzzucht betreiben. Man kann auch im Garten rausgehen, die Pilzdübel kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Das heißt, mit der Bohrmaschine ein Loch in altes Holz reinbohren, Pilzdübel rein und warten. Und so hat man schon mal draußen eine Pilzzucht. Aber wo fängt dieses Guerilla jetzt an? Das heißt, hier habe ich jetzt einmal hier auf der linken Seite seht ihr eben diese zwei Bilder von Instagram. Ich habe das Video jetzt rauslassen, aber im linken Bild sieht man Sporenabdrücke von Pilzen, die dann mal in das Wasserbecken gelegt werden und dann wird ordentlich umgerührt und dann wird mit der Supersoccer die Sporenlösung aufgesaugt, es wird quer durch den Wald gegangen und die Sporenlösung verteilt. Wie sinnvoll das ist, das muss man dann immer betrachten, aber es wird gemacht auf Social Media alle paar Tage wieder zum Finden in meiner Bubble. Oder eben Leute gehen in den Wald hinaus mit der Akkubohrmaschine und machen sie ihre eigene Pilzzucht im öffentlichen Raum. Dann gibt es natürlich auch die Strain Hunter, was immer beliebter wird, was von den Pflanzen schon gegeben hat, jetzt auch von den Pilzen. Und hier ein paar Beispiele, weil wir haben jetzt in der Firma auch unsere Strain Hunter, die unterwegs sind und neue Speisepilz oder regionale Speisepilzsorten uns zur Verfügung stellen. Und was wir dann eben bekommen, ist das. Das heißt, der Petrischale mit weißem Myzel, es ist relativ schwierig, die ohne DNA-Bestimmung weiter zu identifizieren. Das heißt, hier seht ihr eben den glänzenden Lackporling.
Weißes Myzel, den Lungenseitling, Austernseitling, es ist alles weißes Myzel. Sobald es auf der Petrischale ist, sind alle Bestimmungsmerkmale, die wir eigentlich zur Verfügung haben, weg und man braucht eben die DNA-Bestimmung. Auf das gehe ich dann eben später auch noch ein in dem Fall. Mein erster Versuch, den ästigen Stachelbart aus dem Wienerwald auf die Petrischale zu bringen, hat dazu geführt, dass ich ein wunderschönes weißes Myzelium gehabt habe von dem rauchgrauen Porling. Bin ich erst später drauf gekommen durch die DNA-Sequenzierung und durch den Abgleich. Von der Petrischale her hätte ich es nicht gesehen. Dafür habe ich die DNA-Isolierung gebraucht. In dem Fall ist halt eine Spore auf unserem Stachelbart eben gelandet und die ist eindeutig auf dem Medium schneller gekeimt als der Stachelbart und ich habe eine andere Art gehabt. Was auch ist, immer mehr Heimlabore gibt es mittlerweile, wo Leute eben selbst entweder weil sie Strains aus dem Wald holen oder weil sie sich Strains online kaufen, zu Hause die Pilze züchten und die unterschiedlichen Experimente damit machen. Das heißt, man kann eigene Strains klonen zu Hause, man kann eigene Strains miteinander kreuzen, man kann neue Sorten machen und man kann die verschiedensten Sorten von der ganzen Welt online bestellen und im Heimlabor miteinander kreuzen und dann eben wieder in die Natur ausbringen. Es gibt tolle Projekte. Ich bin viel in Social Media unterwegs gewesen und habe Beispiele eben zusammengesucht von dieser Dame, die sehr groß worden ist und sogar im Guardian und New York Times war mit ihrem selbst gewachsenen Mushroom-Kanu oder Mike-Kanu. Und damit schippert die durch die Flüsse. Und bester Kommentar finde ich auch hier, nach jedem Ausflug fruchtet das Kanu wieder. Das heißt, in dem Fall mit dem Austernseitling gemacht. Jetzt gehen auch immer mehr Leute gehen im Wald raus und wollen mit Pilze färben. Eine wirklich tolle Homepage, die ich euch hier vorstellen will, ist der Mushroom Color Atlas. Bitte mal besuchen. Ihr könnt mit der Maus auf die Farbstoffe klicken oder auf die einzelnen Farben klicken und kriegt eine genaue Anleitung, von welchem Pilz unter welchen Bedingungen ihr die Farbstoffe kriegt. Und natürlich, was auch irgendwie dazu gehört und uns in der Zukunft noch mehr beschäftigen wird, ist das sogenannte Biohacking. Was ich euch heute für ein Bild eben in der Folie habe, ist ein Do-It-Yourself CRISPR Gene Engineering Kit. Das heißt, für 85 Euro kann man die komplette Ausrüstung, in dem Fall in den USA, nach Hause bestellen und man kann sich seine eigenen leuchtenden Bakterien machen. Wie sinnvoll das ist und wie leicht es passieren kann, dass man hier Kontaminationen reinkriegt und irgendwelche für Menschen gefährliche Bakterien vermehrt und diese zum Leuchten bringt oder wo man das Ganze dann entsorgt, das wird oft wenig diskutiert. Das heißt grundsätzlich bei uns und auch in Deutschland verboten, aber online erhältlich. Das heißt, wir haben bei diesem Gorilla Mushrooming haben wir einige Herausforderungen, sage ich mal. Das heißt, wir haben Einflüsse aufs Ökosystem. Wenn ich jetzt Sporen online bestelle und diese im Wald ausbringe, könnte das schon sein, dass sich neue Arten, die hier nichts zu suchen haben, ansiedeln oder die Arten hybridisieren, wie es auch immer wieder beim Austernseitling eben sein kann. Die klassischen Vergiftungen, wie man jetzt auf diesem schönen Foto hier in der Mitte sieht, da ist irgendwie die Pilzzucht leicht grün geworden oder bläulich. Das heißt, beim einen könnte es einfach nur schlechte Pilzzucht werden, beim anderen könnten wirklich Mykotoxine drin sein, die sich im Fruchtkörper anreichern und wenn man die dann isst, wirklich schädlich auch für uns sein können. Das heißt, da braucht man wirklich Know-how, gar nicht, wie die Pilzzucht funktioniert, sondern was man tut, wenn es nicht funktioniert und wie man das erkennt. Dann eben das Thema Entsorgung. Wo gehe ich hin mit sowas? Das heißt, ich habe jetzt 1 Kilo Trichoderma oder Penicillium-Sporen gesammelt und haue das in Restmüll. Da freut sich die Person, die die Mülltonne ausleeren muss, weil ihr Riesensporenwolke entgegenkommt. Und das ist was, was wir eigentlich ja doch vermeiden sollen. Und zusätzlich gibt es eben auch noch den gesetzlichen Rahmen, wo ja doch einige Sachen geregelt sind, die man bei dem Ganzen beachten soll. Das heißt, was wir brauchen für diese Community und die ist immer größer werden und eben wenn man auf Facebook, Instagram und Co. unterwegs ist, das sind Tausende von jungen Leuten, die wirklich motiviert sind, sich selbst mit der Mykologie, mit den Pilzen auseinanderzusetzen und die einfach einen Schritt weitergehen zu dem reinen Bestimmen und zu der Artkenntnis, sondern wirklich selber basteln wollen. Und was man hier im Foto sieht, ist eben das MetaLab in Wien. Das ist ein Hackerspace, weil nach der Erfindung des Internets und nachdem das zugänglich worden ist, haben Leute angefangen, das Ganze
privat und selbst zu beherrschen, das Ganze hacken zu lernen. Und es war Riesenfaszination da, wie man diese neue Technik nutzen kann. Und so ein Hackerspace bietet eben die Möglichkeit, dass eine Community geschaffen wird aus Profis und Amateuren, die gemeinsam die sozialen Regeln, die sie was mit diesen Methoden auch kommen, diskutieren. Was macht noch Sinn? Was macht nicht Sinn? Wo muss man aufpassen? Eben, wie entsorgt man die ganzen Sachen, weil das zu Hause zu machen und dann die nächsten Leute damit zu vergiften, wenn was schiefläuft, wäre ja auch schade. Und genau deswegen gibt es die Hackerspaces und genau deswegen haben wir von MyPilz eben dieses Guerilla Mushrooming gemacht, damit wir Leute, die ein bisschen planlos im Wald stehen, aber das machen wollen, abholen. Das heißt, dieses ganze Guerilla Mushrooming ist eine Plattform, um Menschen zum Vernetzen. Und da wollen wir eben sowohl Profis als auch Laien bzw. Amateure zusammenbringen und die eben mit Ausrüstungen und Workshops zusammenbringen und denen das nötige Know-how in die Hand geben, damit das auch gut gemacht werden kann. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben eben letztes Jahr die Pilzfestspiele in Wien organisiert. Das war eine Woche lang, hat es Events rund um Wien gegeben, in sehr vielen Locations, wo sich sehr viele Leute mit eingebracht haben. Wir haben in dieser Woche hat Vorträge gegeben, die Irmgard hat einen Vortrag gehalten und Merlin Sheldrake haben wir eingeladen, der ist aus England gekommen und hat einen Vortrag gegeben. Und da war eben die Idee, lass die WissenschaftlerInnen mal so sprechen, dass alle Laien und Amateure das auch verstehen, was sie den ganzen Tag im Labor machen. Und da in dem Hörsaal sieht man schon, waren mehr als 300 Leute da und in dieser kompletten Woche über alle Ausstellungen zusammen waren mehr als 1500 Leute auf diesen ganzen Events im letzten Jahr. Wir haben eine Makrofoto-Ausstellung organisiert, die sehr gut angekommen ist, wo, wie man auf dem Foto sieht, ganze Schulklassen vorbeikommen sind und sich das angeschaut haben. Und es war einfach eine Möglichkeit, Leute, die den Zugang zu dem Reich der Pilze noch nicht gefunden haben, so einen ersten, sehr farbigen, sehr leicht zugänglichen Eindruck zu geben und weiter ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Es hat eine Kunstausstellung gegeben, wo Künstler und Künstlerinnen aus der Schweiz und aus Spanien zusammengekommen sind und da die verschiedensten Kunstwerke mit Pilze gemacht haben. Und gleichzeitig haben wir eben auch Workshops und Exkursionen angeboten. Im Fall von den Exkursionen war es von der Mykologischen Gesellschaft, hat es Exkursionen gegeben, von den Workshops hat es einen vom Stefan Maxer gegeben, der heute auch eben mit dabei ist. Und hier ist der Workshop, den ich mit meiner Kollegin und ich gehalten haben. Und da ist eben um steriles Arbeiten mit Pilzen gegangen. Die Leute sind fasziniert, die Leute wollen zu Hause arbeiten, aber wie soll man jetzt mit Petrischalen arbeiten, wenn man zu Hause nicht steril arbeiten kann? Und deswegen ist ein Tool, das wir hier bereitgestellt haben, ist unser Flowbox für sterile Arbeiten. Viele von euch werden das wahrscheinlich schon selbst gebastelt haben und zu Hause haben. Aber wir haben uns gedacht, jetzt bauen wir das mal zusammen für die, die nicht selber basteln wollen. Und für die, die selber basteln wollen, können wir auch den Bauplan zur Verfügung stellen. Und jetzt haben wir eben diese ganzen Räume. Jetzt haben wir dieses zweijährige Event. Also nächstes Jahr wird es das wieder geben. Und das nächste, was jetzt einfach kommen wird, okay, wir haben das sterile Arbeiten, ist einfach das DNA-Barcoding, weil das DNA-Barcoding zurzeit in aller Munde ist, weil es immer leichter ist, das Ganze auch zu Hause zu machen und weil es immer leichter ist, dann Zugang zu kriegen außerhalb von der Universität. Und deswegen will ich heute mal kurz erklären, was ist das DNA-Barcoding eigentlich, was erhoffen wir uns von dem Ganzen und wo sind auch die Limitierungen. Das heißt, grundsätzlich schaut es mal so aus, wir finden einen Pilz, wir holen die DNA raus und dann machen wir einen Barcode. Das heißt, einen sehr kleinen Teil von dieser DNA, der soll dann informativ sein, damit wir da die Art bestimmen können. Damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie klein so ein Barcode ist, hier mal die Genomgröße vom Steinpilz ganz oben, drunter vom Riesenschirmling. Ich und der Marisi, mit dem ich gearbeitet habe, unserem Penicillin produzierenden Pilz, eben dem Penicillium chrysogenum. Und ganz drunter dieser ein Pixel breite Strich, diese 1000 Basenpaare oder manchmal sogar weniger bei Barcodes, das ist der genetische Barcode, von dem wir oder eben der Fingerabdruck, von dem wir uns erhoffen, dass da drin die Information gespeichert ist, dass wir eine Art von der anderen unterscheiden können. Das heißt, im Vergleich zu den 66 Millionen Basenpaaren, das ist eben das BP in Abkürzung,
ist so ein Barcode schon sehr, sehr klein. Genauso wie von uns, wenn man bei uns eben die Fingerabdrücke anschaut, ist im Vergleich zu uns ja auch sehr, sehr klein. Deswegen funktioniert es meist sehr gut, hat aber auch seine Hürden. Weil eben die Irmgard auch daran arbeitet, an dem Austrian Barcode of Life, haben wir gedacht, nehmen wir mal eine Grafik von deren Homepage und da sieht man eben, wie dieses Barcoding auch vom universitären Level gemacht wird. Das heißt, von allen Pilzen, die oder von allen Organismen, also Barcode gibt es ja nicht nur für Pilze, sondern auch für Pflanzen und Tiere, werden erst einmal im Feld Sammlungen gemacht, von denen wird die DNA extrahiert. Man braucht dann eben ein PCR, um dieses kleine Fragment, diesen Barcode herauszuholen und zum Vermehren. Und der wird dann sequenziert und zusammen mit der Identifikation, die eben vom gesammelten Pilz gemacht worden ist, dann in der Datenbank eingegeben. Und das ist die absolut wichtige Grundlagenforschung, die wir brauchen, damit wir überhaupt Barcoding machen können, weil die beste Datenbank ohne Referenz ist nur ein genetischer Code, ohne dass jemals irgendwo ein Name rausspringen wird für uns. Das heißt, wenn wir jetzt den Pilz haben, müssen wir die DNA extrahieren. Wir müssen die PCR machen. Die PCR ist praktisch eine Vervielfältigung von diesem kleinen informativen Teil. Und mit dem gehen wir nach der Sequenzierung dann in die Datenbank und da erhoffen wir uns einen Artnamen. Das heißt, wenn eben Forscher und Forscherinnen wie die Irmgard sich noch nicht die Arbeit gemacht haben und diesen Barcode irgendwo in einer Datenbank abgelegt haben, werden wir auch keinen Namen kriegen. Und jetzt ist es eben so, dass diese ganzen DNA-Extraktionskits und Mini-PCRs mittlerweile so günstig sind, dass wir die auch als Privatperson eigentlich leisten können. Was man da links oben sieht, 100 DNA-Extraktionen für 47 Euro mit der Dipstick-Extraction-Kit. Das wird funktionieren für sehr, sehr wenige spezielle Fälle, die von getrockneten Pilzen oder also von getrockneten Pilzen, die man wirklich erst aufwendig extrahieren oder zerkleinern muss, hat man mit dieser Methode wieder keine Chance. Genauso diese Mini-PCRs, die bekommt man eben ab 700 Euro aus den USA oder um die 1500 Euro aus Großbritannien. Die funktionieren super, solange alles wirklich perfekt funktioniert. Und das Ganze geht so weit, dass man sich sogar eben Baukastensets im Internet kaufen kann oder wenn man 3D-Drucker oder einen Lasercutter zu Hause hat, zahlt man um die 180 für eine Mini-PCR oder mal 80 Dollar für Mini-PCR und kann im Endeffekt zu Hause anfangen, DNA zum Extrahieren und die DNA zu vervielfältigen und schon ins Sequenzieren eigentlich gehen. Und dieses Sequenzieren selber kostet mittlerweile eigentlich auch nichts mehr. Das heißt, dieser klassische Minion heißt dieser von Oxford Nanopore. Dieses Gerät kostet 2000 Euro, ist so groß wie ein, also passt in die Hand, wie man auf dem Foto schön sieht, kann man per USB-Stick an jeden Laptop anstecken und dann wird sich eben auch erhofft, dass dieses Gerät funktioniert. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass mit diesen DNA-Extraktionsmethoden und diesen PCRs und diesem Gerät bekommt man perfekte DNA-Sequenzen heraus für die Fälle, wo es eben funktioniert. Und entwickelt worden ist das Ganze natürlich eigentlich für solche Einsätze. Das heißt, links unten seht ihr, man ist mitten im Dschungel, man hat keine Chance, die Proben nach Hause zu bekommen, weil bis man in dem nächsten ordentlichen Labor ist, sind die schon längst verschimmelt oder man hat gar keine Chance, das Ganze so weit zu transportieren. Das heißt, Laptop, Akku und diese Mini-Geräte dabei und so bekommt man wirklich schon super DNA-Sequenzierungsergebnisse und es gibt geniale Publikationen da draußen, die wirklich tolle Erfolge damit haben. Und genauso ist es in dem Bild rechts eben, wo sie in der Antarktika, wo auch natürlich tolle Labore nicht immer zur Verfügung stehen, es trotzdem möglich ist, schnelle DNA-Extraktion zu machen, beziehungsweise auch die Organismen, die irgendwo in der Antarktis vorkommen, schnell zu sequenzieren. Weil diese Daten, sobald sie einmal in der Cloud sind, die sind sicher im Vergleich zu den Samples, die erst über hunderte oder tausende Kilometer transportiert werden müssen. Jetzt ist es aber so, ich habe mal versucht, die Diversität der Pilze hier ein bisschen darzustellen.
Konservative Schätzungen gehen so von 2 bis 3,8 Millionen Pilze aus. Ich selber komme ja eben aus der Welt der Genetik und aus der DNA-Sequenzierung, aus der Mikrobiomanalyse. Das heißt, wenn man sich solche Datensätze anschaut, gehen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mittlerweile von um die 19 Millionen Arten aus, die wir da draußen an Pilzen finden können. Und wenn man jetzt mal von dem Konservativen ausgeht und der Grafik mit diesen 3,8 Millionen Arten, dann sind diese 150.000 Arten, die wir aktuell einen Namen gegeben haben, mal 4%. Wenn wir auf die 19 Millionen gehen, dann wird die Prozentzahl schon viel, viel kleiner. Davon sind etwa um die 3000 weltweit wirklich gut sequenziert, wo man wirklich die DNA kennt, sind so um die 5000 kultiviert, um die 100 weltweit. Und wo ich persönlich jetzt sagen würde, gut erforscht, das heißt, dass wirklich viele Labore weltweit sich das Genom, die einzelnen Gene und Proteine angeschaut haben und warum macht der Pilz was, unter welchen Bedingungen, das sind um die 50 Arten. Das heißt, wenn man hier ein bisschen konservativ rundet oder ein bisschen dramatisch das Ganze machen würde, würde ich sagen, wir haben aktuell 0% erforscht. Das heißt, dementsprechend gut sind auch unsere Datenbanken. Viel, viel besser natürlich bei den Hutpilzen. Die haben Bestimmungsmerkmale, die was sehr gut beschrieben werden können, eben auch, wie sie in dem ABOL-Projekt auch betrachtet werden. Da ist es sehr gut möglich. Bei diesen ganzen kryptischen Pilzen und Pilzarten oder eben bei den Ascomyceten oder wenn man noch weiter in die Tiefe geht, da hat man keine Chance mehr, großer Beschreibung ohne eine Beschreibung zu machen, wenn die morphologischen Merkmale nicht ausreichend sind. Da ist es dann notwendig, eben eine DNA-Extraktion zu machen und sich das Ganze auf einem genetischen Level anzuschauen. Und wie Sie auch Christoph Hahn, der hat letzte Woche, vor 2 Wochen, hat er einen Vortrag gegeben, der hat das recht schön schon vorgestellt. Deswegen wollte ich das heute nicht mehr groß wiederholen. Es ist einfach so, dass die DNA-Sequenzierung selbst keine Artbeschreibung eigentlich bietet, sondern einfach nur eine Möglichkeit ist, wie man diese Artbeschreibung auf eine morphologische Art umgehen kann, wenn es mal schnell gehen muss. Eben bei diesen ganzen morphologisch schwierig zu beschreibenden Arten, da haben sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann schon einige Methoden einfallen lassen, meistens eben statistische Methoden oder wenn die Sequenz zu so vielen Prozent zu dem zusammenpasst, dann können neue Arten beschrieben werden auf diesem Level und da fängt es dann wirklich an, schwierig zu werden. Weil jetzt hier ein kleines Barcode-Beispiel von uns aus dem Labor. Ich habe da eine super Sequenz bekommen und mit dieser Sequenz, also alles hat funktioniert, Pilz ist gewachsen, DNA-Sequenzierung hat funktioniert, DNA-Extraktion hat funktioniert, die PCR hat funktioniert, Sequenzierung hat funktioniert und dann gehe ich in die Datenbank. Oh cool, ja, jetzt weiß ich, es ist ein Cladosporium, aber die Datenbanken, die geben mir 9 verschiedene Arten. Was mache ich jetzt damit? Ich komme nicht weiter als bis zur Gattung. Das heißt, hier erwarten wir uns zwar von dem Fingerprinting, dass wir tolle und sofort Ergebnisse kriegen, aber genau da fängt eben auch der Spaß an. Das heißt, diese ganzen Methoden, die sind nur so gut, wie die Datenbanken gut sind und manchmal auch nur so gut wie dieser eine Barcode oder dieser eine Fingerabdruck, den wir zur Verfügung haben, gut ist. Das heißt, hier bräuchten wir jetzt eben gattungsspezifische Barcodes. In dem Fall, ich bin kein Experte für Cladosporium, das heißt, ich würde jetzt erstmal anfangen, Publikationen zu lesen, würde mich bei den Experten und Expertinnen melden und sagen, hey, welchen Barcode, was muss ich machen, wie schaffe ich, dass ich da erfahre, dass das, also auf dem reinen DNA-Level, dass das wirklich diese Art ist. Wenn wir zur Stufe weitergehen, eben mit diesen Geräten, wo ja mehrere tausend Reaktionen pro Nacht möglich sind, das heißt mit dem kleinen Gerät, das ich euch vorher vorgestellt habe, gibt es Publikationen, wo sie sagen, 10.000 Pilzidentifikationen in einer Nacht mit einem Laptop, mit diesem kleinen Gerät. Das ist dann eben dieses High Throughput, also sehr viel auf einmal. Oder wenn wir in der Wissenschaft das Wort Meta verwenden, dieses Meta-Barcoding bedeutet im Endeffekt, dass wir eine Probe haben, wo sehr viele Organismen drin sind. Das setze ich hier im unteren Teil von dem Bild. Und hier genau ist auch die Krux von dem Ganzen, weil ab dem Moment, wo man so viele Proben gleichzeitig hat, dass man es eigentlich per Hand gar nicht mehr die einzelnen Proben anschauen kann, da muss man sich eben auf die Datenbank verlassen.
Das heißt, die Ergebnisse von allen unseren Mikrobiomanalysen, von allen unseren Metabarcoding-Analysen, die sind nur so gut wie die verwendeten Datenbanken. Und deswegen ist genau diese Arbeit, dass Feldmykologen und Mykologinnen in den Wald gehen, Pilze bestimmen und diese dann zusätzlich mit einem Barcode versehen und sich die Arbeit antun, dass sie die Datenbanken aufbauen, unglaublich wichtig für diese moderne Generation der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die einfach nur noch vor allem am Computer sitzen, die ganz viel auf diese Datenanalyse angewiesen sind, weil es einfach eine Spezialisierung in dem Feld gibt. Das heißt, wir haben Mikrobiom-Spezialisten, die aber selbst nicht oft im Wald sind, sondern am Computer sitzen. Und genau so fängt jetzt eben die Vernetzung von der Wissenschaft an, wo man so stark wieder merkt, wie diese Grundlagenforschung, die eben am Botanikinstitut, wo ich zum Glück studieren habe dürfen, so wichtig ist, weil das die Grundlage für die guten Ergebnisse ist, wenn wir in den Nachrichten von Mikrobiom und sonstigem reden. Und zu guter Letzt mag ich jetzt euch nochmal sagen, dass dieses Guerilla-Mushrooming, diese Plattform, die wir hier aufbauen wollen, ist für alle da. Das sind noch Fotos von den Pilzfestspielen, wo wir alle gemeinsam uns danach auch vernetzt haben. Wir haben eben über 1000 Hobby-Mykologen und Mykologinnen dabei gehabt, die alle fasziniert sind, die uns alle geschrieben haben oder wo uns viele geschrieben haben, hey, wir können noch nächstes Jahr das machen, wir können das machen. Das heißt, ich will euch auch wirklich alle dazu aufrufen, schreibt uns, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr Ideen für Workshop habt, wenn ihr solche Sachen machen wollt. Wir haben immer offenes Ohr dafür und haben das Know-how und vernetzen eben auch gern mit verschiedenen Kontakten an der Uni, dass wir im Endeffekt am Schluss die Amateure mit den Laien zusammenbringen, wie es ja jetzt schon in so vielen Citizen Science Projekten gemacht wird. Und die mykologische Forschungswelt, die ist sehr klein und sehr abhängig auch von der Arbeit von Citizen Science. Und deswegen wollen wir hier einfach das nochmal ein bisschen größer aufmachen mit diesen modernen Methoden und diese zugänglich machen für interessierte Personen. Und zu guter Letzt mag ich euch noch vorstellen, unsere neue Mitarbeiterin, die Miriam. Die ist eben Expertin für Nanopore und Illumina-Sequencing. Das heißt, wenn es Projekte gibt, eben von mykologischen Gesellschaften oder auch von privat, dass diese Methoden aufgebaut werden, dass ihr diese Methoden aufbauen wollt, könnt ihr euch jederzeit da auch nochmal bei uns melden und wir werden das entsprechend umsetzen oder euch mit den richtigen Leuten auch nochmal vernetzen. Und damit ist mein Talk eigentlich auch schon zu Ende und ich weiß, ich habe heute einige Themen aufgemacht, die ich selber sehr spannend finde und ich hoffe jetzt noch auf eine rege Diskussion mit euch alle, was euch daran fasziniert und wo ihr auch die Zukunft von der Mykologie bei diesen Themenbereichen seht. Danke euch.